ihr Lieben. Ja, auf unserer fünften Fähre heute auf der FV17 haben wir in dieser Zeitung hier gelesen vom Torkatten. Das hatten wir nicht wirklich auf dem Schirm und haben uns dann spontan entschieden, da abzubiegen und stehen jetzt genau auf dem Campingplatz Torkatten. Und Peggy macht gerade die Kleine fertig und dann werden wir mal die kleine Wanderung in Angriff nehmen. Ich binze mir wieder um in die Babytrage und dann geht's los. Wir nehmen euch wieder mit. Viel Spaß! So, wir sind fertig und auf dem Weg. Nur ungefähr 200 Meter vom Campingplatz ist hier der offizielle Parkplatz vom Torkatten. Und hier beginnt auch die Wanderung. Genau hier ist das offizielle Parkplatzschild zur Torkattenwanderung. Und der ein oder andere ist hier auch noch unterwegs. Ja, da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Und hier ist auch ausdrücklich festgehalten, dass man hier mit dem Camper nicht schlafen, campen, picknicken oder übernachten sollte. Wir haben uns halt kurzfristig dafür entschieden, nicht lange nach einem Freistehplatz zu suchen, sondern gleich auf dem Campingplatz zu schlafen und von da aus die Wanderung zu starten. Aufstieg geht über einen guten Schotterweg. Man braucht allerdings wasserfeste Schuhe, weil ja vorne lief über den Weg überall das Wasser den Berg runter. Ah, und jetzt beginnen die Stufen. Wir stehen jetzt hier vor der Öffnung in dem Torgatten, in dem Berg. Die Öffnung ist 160 Meter lang. Am Ende da unten sieht man auch schon die vielen Inseln. Da muss noch ein wunderschöner Strand sein. Und die Öffnung ist 20 Meter hoch und 25 Meter breit. Entschuldigung, die ist 35 Meter hoch und 20 Meter breit. Und genau für diese Öffnung ist der Torgatten ja so berühmt. Und wir gehen jetzt hier noch den Weg runter durch das Tor durch. Und dann schauen wir mal, was uns danach erwartet. So, wir sind jetzt die 160 Meter durch den Tunnel durchgegangen und werden hier mit dieser Aussicht belohnt. So, wir haben den steinigen
und etwas schlüpfrigen Abstieg geschafft. Wir sind jetzt hier unten angekommen. Und jetzt geht der Weg wohl noch weiter bis zu einem Sandstrand. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt unten angekommen und herrlicher Sonnenschein. Und das ist 21 Uhr. Das ist ganz okay. So, wir sind jetzt gleich wieder am Campingplatz angekommen. In Summe dauert diese Runde circa eine Stunde. 20 Minuten hoch, 40 Minuten wieder runter. Und oben hat uns dann noch ein kleiner Regenschauer erfasst. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir die Regenjacken doch angezogen haben. Und jetzt scheint hier die Sonne. Also schnell wechselt das halt hier. Und die Runde, die wir gelaufen sind, sind genau 3,5 Kilometer gewesen. In also einer Stunde 40. Es ist mit Baby machbar, aber man muss schon ein bisschen aufpassen auf den glatten Stein und den Schlamm dazwischen. Genau, und unten angekommen läuft man noch an dem schönen Strand entlang und kommt direkt wieder auf dem Weg zum Campingplatz. Also, macht's nach. Viel Spaß. Tschüssi. Tschüss. So, ihr Lieben. Da die Kleine noch schläft von der Wanderung und hat Peggy die Chance genutzt und ist gleich duschen gegangen. Und ich nutze das gleich mal, um euch kurz den Campingplatz zu zeigen, der zum Torgarten dazugehört. Also man kommt hier von der Zufahrt runtergefahren in Richtung der Rezeption und dem Strandrestaurant. Und das Ganze wurde hier eingeteilt in zwei Kategorien. Man hat einmal, ich sag mal, die normale Kategorie. Das ist hier rechts, wo wir auch stehen. Da haben wir ohne Strom 250 Kronen bezahlt. Und links davon, da gehen wir jetzt gleich mal hin, gibt es noch die Panoramablick-Kategorie. Und die kostet nochmal, ich meine, 70 Kronen mehr. Hier links an dem Gebäude hat es Ladestationen für Elektroautos. Und in dem Gebäude sind die sanitären Anlagen und die Küche. Also der Campingplatz ist recht groß, wie man gut sieht. Hier sind noch die Plätze für die Zelte. Ich bin noch auf dem Weg hoch zu den Panoramaplätzen. Und hier gibt es auch noch ein paar Hütten für Fahrradfahrer und Motorradfahrer, die sich hier einmieten. So, hier oben sind die Panoramaplätze. Und genau das ist die Sicht zu diesen Plätzen. Und hier oben hat es noch eine Versorgungs- und Entsorgungsstation. Aber da gibt es unten noch eine weitere und zu der gehe ich jetzt. Gleich neben den sanitären Anlagen befindet sich nun hier die zweite Versorgungs- und Entsorgungsstation. Da ist der Abfluss für die Toilette und hier fürs Grauwasser und das Frischwasser ist hier vorne am Gebäude dran. So, das war die kleine Runde über den Campingplatz. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Damit verabschieden wir uns aus Trockhatten. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüssi!